Damen und Herren, mein Name ist Christian Kurz und ich grüße Sie herzlich aus dem Universitätsklinikum Bonn. Es ist mir eine große Freude, die Laudatio auf den Kinderarzt Dr. Daniel Kottlatz aus München zu halten, der den Heinz-Meyer-Leibniz-Preis in diesem Jahr für seine Arbeiten zu angeborenen Immundefekten erhält. Wie allgemein bekannt, verteidigt unser Immunsystem uns jeden Tag gegen unzählige Mikroben. Im Darm steht es dabei vor einer ganz besonderen Herausforderung. Es muss die nützlichen Darmbakterien, die uns bei der Verdauung unterstützen, von Krankheitserregern unterscheiden. Die ausgeklügelten Mechanismen, die bei dieser Entscheidung wichtig sind, sind jedoch immer noch nicht völlig verstanden. Es ist jedoch gut bekannt, was bei deren Versagen passiert. Dann kommt es zu chronischen Darmentzündungen mit schweren Symptomen. Dr. Kottlatz hat genetische Ursachen entdeckt, die zu solchen Immunregulationsstörungen und chronisch entzündlichen Darmerkrankungen bei Kleinkindern führen. Dr. Daniel Kottlatz hat von 1999 bis 2007 Humanmedizin und zusätzlich Molekular- und Zellbiologie studiert, mit einem Dr. Med. respektive einem PhD abgeschlossen. Ab 2012 war er Assistenzarzt im Dr. von Haunerschen Kinderspital der LMU München. Seit 2016 arbeitet er am Harvard Department of Gastroenterology, zuerst als Postdoc, dann als Research Fellow. Seit 2017 betreut er zusätzlich eine Arbeitsgruppe in München im Rahmen eines DFG-Sonderforschungsbereiches. Dort beschäftigt er sich mit den genetischen Etiologie und Pathophysiologie primärer Immundefekte und konnte eine ganze Reihe genetischer Defekte von Molekülen des Immunsystems identifizieren, die zu den genannten Überreaktionen gegen Darmbakterien führen. Dazu gehören zum Beispiel die Rezeptoren für die Interleukine 10 und 21, die normalerweise das Immunsystem bremsen würden. Aus diesen Entdeckungen ließ sich erstmalig ableiten, dass einzelne Gene und nicht nur komplexe Genkombinationen solche Darmerkrankungen auslösen können. Diese Arbeiten läuteten einen Paradigmenwechsel ein, der dieses Gebiet der Pädiatrie maßgeblich geprägt hat. Denn wenn man den kleinen Patientinnen und Patienten die individuell unterschiedlichen Krankheitsgene identifiziert werden können, erlaubt dies eine gezielte, personalisierte Therapie. Auch hierzu hat Dr. Kottlatz mit seiner Arbeitsgruppe in München einen ersten Beitrag mittels Stammzelltransplantation geleistet. Daniel Kottlatz hat ein Netzwerk internationaler Kooperationen mit 150 klinischen Zentren in 42 Ländern aufgebaut und so die größte internationale Patientenkohorte in seinem Feld etabliert. Auf dieser Basis hat er eine große Zahl wissenschaftlicher Arbeiten in international hoch angesehenen Zeitschriften publiziert. Er hat mehrere Preise und Auszeichnungen erhalten und erwähnt werden soll auch eine Einladung als Rising Star-Wissenschaftler im Grand Challenges Annual Meeting des BMBF und der Bill & Melinda Gates Foundation im Jahr 2018. Zusammengefasst hat Dr. Kottlatz unser Wissen über primäre Immundefizienzen bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen von Kindern maßgeblich definiert. Ohne Zweifel ist er ein außergewöhnlich erfolgreicher klinischer Scientist, der aus seiner ärztlichen Erfahrung wissenschaftliche Fragestellungen ableitet, durch hochklassige Forschungsstrategien aufklärt, durch klinische Studien überprüft und schließlich innovative Therapieansätze entwickelt. Lieber Herr Kottlatz, wir alle freuen uns, Sie als Träger des Heinz-Meyer-Leibniz-Preises 2020 beglückwünschen zu können.